kubanische Zigarren hinter dem Einsteckbuch. Darf man aber im Club de Candineros am ruhig sehen, das ist nicht weiter schlimm. Okay. Ja, also Herr Meyer hat ja das ganze Jahr wiederbelebt hat, kam auf mich zu, weil wir natürlich beide die großen Aficionados der kubanischen Barkeeper-Kultur sind und prinzipiell ja auch diesen Gedanken, dass es sozusagen eine Art von, wie man heute sagen würde, regelmäßig im Austausch in der Community auf einer persönlichen Ebene sehr das Wort reden gegenüber diesem nur sich im Internet mit Bloggern und irgendwie Nerds zu unterhalten und im Grunde sozusagen dem kollektiven Solipsismus irgendwie. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass Herr Schau die Wörter Community, Nerd und Blogger benutzt hat. Das beeindruckt mich gerade sehr. Ich versuche Fachwörter zu nehmen. Also das heißt, dieser Weg, der Weg in die Sackgasse des Autismus natürlich nicht sein soll. Und bei den Studien dieser alten Schriften haben wir festgestellt, dass es offensichtlich auf Kuba zu einer Zeit, wo sozusagen the Golden Age dort war, es eine Form von sozialem Miteinander der Barmixer gab, wie es das ja lange Zeit später dann nicht mehr gab. Und dieses ist ja eigentlich ein singuläres Verdienst der letzten 10 Jahre. Ich zitiere da jetzt gerade meinen Kollegen Gabani, den ich jetzt in München getroffen habe, dass man vor 10 Jahren in der Barkeeper-Gemeinde nicht so miteinander kommunizierte. Es gab solch eine Gemeinde nicht. Da heute war sehr viel Missgunst, belauerndes, misstrauisches Beobachten und auch so eine Art von, naja, also jetzt hat der da einen Gast, den will ich dir nicht empfehlen, dann, oder dann kommt der nicht zu mir oder geht weg. Also diese ganze kleinkrämerische Schrebergartenkultur, die nur wirklich kein Mensch braucht, denn wir repräsentieren ja etwas anderes. Und das ist das Schöne an dieser neuen Entwicklung, dass im Grunde eine Gemeinschaft entsteht. Also das, was ja in vielen anderen Berufszweigen schon seit Jahrhunderten entstanden ist, diese ganzen Fachschaften und diese Zünfte und diese ganzen Interessensvertretungen, das haben wir Barkeeper ja nie wirklich wahrgenommen. Und leider muss man ja auch immer wieder sagen, dass die Deutsche Barkeeper Union in dem Zusammenhang 60 Jahre wirklich verschnarcht hat und nichts auf die Reihe gekriegt hat, außer irgendwelchen Honoratiorentreffen, wo nicht viel passiert ist. Das muss man ja leider sagen. Wir haben in den letzten 10 Jahren da weitaus mehr für die Entwicklung getan. Und da ist natürlich diese Idee, den Club de Candineros sozusagen als ein historisches Vorbild wieder zu beleben und auch die von uns geschätzte Brücke zu Kuba zu bauen, eine wunderbare Möglichkeit, inhaltlich zu arbeiten. Und es geht ja auch, wie man heute Abend sah, um inhaltlichen Austausch und fachliche Kommunikation auf einer entspannten und dennoch anspruchsvollen Ebene. Tatsächlich so, ich glaube, da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren allgemein. Ja. Ich glaube, so ein Abend wie heute, ist einfach ein charmanter Schritt, den hätte man sich vor 10 Jahren nicht vorstellen können. Nein. Stimmt. Es hätte allerdings auch vor 10 Jahren eine Firma wie Bacardi gar nicht darüber nachgedacht, das so zu machen. Man muss natürlich auch würdigen, dass die Industrie mittlerweile über kompetente Mitarbeiter verfügt, die ein ganz anderes Konzept verfolgen. Also ich weiß, dass noch in den 90er Jahren war es üblich, dass man die Flaschen dahingestellt bekam und macht was draus.